Hallihallo, ihr Lieben! Neues von der Einhornfront! Ich habe was Neues, das muss ich euch unbedingt zeigen. Ich war absolut schockverliebt bei diesem Produkt. Oh mein Gott! Als ich das im Internet gesehen habe, dachte ich, das muss ich haben, das will ich haben. Und ich musste mich erstmal schlau machen und im Internet suchen, wo ich das bekommen kann. Dann bin ich gestern losgefahren. Ich war sage und schreibe in drei Filialen. Ich hatte absolut kein Glück. Aber in der dritten Filiale habe ich es dann bekommen und ich war so, so glücklich darüber. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen doll im Einhornwahn. Vor allem Badezimmerartikel haben es mir angetan, aber dabei ist es auch nicht wirklich geblieben. Mittlerweile habe ich Einhörner auch im Wohnzimmer und in der Küche. Ich hatte ja neulich gezeigt, ich habe neue Power Banken, sagt man das so, Powerbänke. Ich habe eine kleine Einhornbox, die steht jetzt in der Küche, so ein Bluetooth-Speaker. Auf jeden Fall bin ich total in love mit diesem Produkt hier. Das ist eine Seife. Ich fand die jetzt ein bisschen teuer, weil die ist wirklich nicht groß. Die kostet 2,95 € und ich bin total verliebt. Und ja, so blöd wie es klingt, aber ich benutze sie halt nicht. Ich stelle sie mir einfach hin, weil darum. Ne? Es ist einfach gerade so eine Sammelleidenschaft. Jeder hat so ein Mäckchen und mein Mäckchen ist gerade dieses. Ich liebe es. Und ja, deswegen, ich bin sehr happy, dass ich es bekommen habe. Dann habe ich dazu dieses süße Badesalz gekauft. Auch total hübsch. Das gab es auch nur noch einmal. Ich wollte das meiner Freundin mitbringen. Leider gab es nur noch einmal. Ich habe meiner Freundin aber die Seife geschenkt. Das habe ich ihr mitgebracht. Und hat sie sich auch gefreut. Die hat ja auch so eine Meise. Ich meine, wer hat nicht irgendwie solche Macke gerade mit Einhörnern? Oder jetzt kommen die Flamingos. Aber ich bleibe noch bei meinen heißgeliebten Einhörnern. Wobei die Flamingos mir mittlerweile auch ganz gut gefallen. Aber oh mein Gott, wo soll ich damit hin, wenn ich jetzt auch noch mit Flamingos anfange? Also, wir haben hier dieses schöne Badesalz. Das war auch nicht teuer. Das hat gekostet 95 Cent. Oder 99 Cent. Irgendwie sowas in dem Dreh. Unter 1 Euro. Dann habe ich von Amazon. Ich werde euch auf jeden Fall den Link in die Infobox tun. Dieses ultra süße Schild. Oh mein Gott. Ich meine, das ist ja wohl mal so geil. Da bin ich noch am Überlegen, wo genau ich das hin tue. Ich vermute fast ins Badezimmer. Entweder mache ich mir das an meine Badezimmertür. Weil ich habe ja die meisten Einhornprodukte tatsächlich im Badezimmer. Viel ist ja rosa und das passt ganz gut, denn auch hier die Seife, das ist ja meistens, diese Einhornsachen sind ja viel, viel rosalastig, was ja total meins ist und mein Badezimmer ist rosa. Das heißt, das passt da ganz gut hin. Ich würde mir das Schild am liebsten auch irgendwo hier an meinen Schreibtisch tun, aber das würde absolut nicht passen. Ich habe hier im Wohnzimmer ja weiß-braun, weiß-beige, meine Couch ist grau, okay. Aber ansonsten sehr viele weiße Möbel und die eine Wand am Schreibtisch ist sogar so ein bisschen die orange. Also das passt einfach leider nicht. Ich glaube, dieses schöne Schild kommt ins Badezimmer. Das passt ja gut zu den Produkten, die da stehen. Ja, das werde ich mir an die Wand machen oder an die Tür. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich werde euch den Link, ja, wie immer in die Infobox tun oder in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr gerne mal schauen, falls jemand Interesse hat. Ich finde es richtig, richtig toll. So, und dann habe ich noch ein neues Einhorn-T-Shirt. Ich sag's euch, der Oberkracher. Und zwar ist das von eBay. Das Shirt ist sogar Fruit of the Loom. Das kennt ihr sicher hier. Und das sieht so aus. Ich muss mal Platz machen. Ich werde euch, wie gesagt, auch da den Link in die Infobox tun. Schaut, wie süß das ist. Und das gibt es in sehr vielen verschiedenen Ausführungen und Farben. Also die Sprüche sind unterschiedlich, da könnt ihr euch was aussuchen. Ich habe hier dieses mir egal, ich bin ein Einhorn. Gefällt mir super gut. Das ist Größe L. Ich hätte durchaus auch eine M nehmen können. Das ist immer so eine Sache halt. Ne? Ja, online, da weiß man immer nicht. Aber ich finde es in Ordnung, denn ich werde darunter eh ein Langarm-Shirt oder so ziehen und dann geht sich das ganz gut aus. Ich finde es super süß. Ich meine, wie süß ist das denn?
Vor allem der Spruch, mir egal, ich bin ein Einhorn. Ja, wie gesagt, ist die Größe L. Ansonsten ist es schön, das ist eben auch so ein bisschen stretchy. Und echt toll. Das gibt es in zig verschiedenen Farben und wie gesagt, mit verschiedenen Sprüchen. Ja, wie gesagt, habe ich von eBay und das werde ich euch auf jeden Fall auch verlinken. Richtig cool. Ja, ich bin total in Love. Was soll ich sagen? Einhorn Love. Das waren die neuen Einhorn Sachen, die ich habe. Hier nochmal auf einen Blick. Ich dachte, das zeige ich euch mal. Da wird jetzt immer wieder mal was Neues dazukommen. Und ich poste auf jeden Fall immer auch Fotos auf meinem Instagram-Account. Da könnt ihr dann gerne auch mal gucken. Sowohl als auch auf Facebook. Und in diesem Sinne, ja, habe ich euch jetzt alles gezeigt. Mal schauen, am Montag kommt noch was an. Ich bin sehr gespannt. Also, wenn ich jetzt immer nur einen Teil bekomme, da kommt zum Beispiel jetzt noch eine Tasse. Ja, jetzt kriege ich auch noch eine Tassenmacke. Ich habe jetzt, heute habe ich mir von Teddy eine Tasse gekauft mit einem Einhorn und neulich hatte ich ja auch eine, die hatte ich euch vorgestellt. Ich habe jetzt dann also zwei Einhorntassen. Yay! Voll cool, die werde ich mir dann wohl in die Küche stellen. Ja, und was wollte ich noch gesagt haben? Genau, und am Montag kommt auch was. Ich weiß nicht genau was. Wenn das jetzt nur zum Beispiel eine Tasse ist, dann mache ich jetzt nicht einen Haul wegen einer Tasse, so wie jetzt auch. Ich sehe dann zu, dass ich halt wenigstens ein bisschen sammel, dass ich so zwei, drei Sachen habe, die ich euch dann zeigen kann. Ja, das war's, meine Lieben. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao!